Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht mit Erde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, den Krieg mit den Elben. Der Titel wird auch nicht kürzer, je länger ich spiele. Ne. Ui, wir sind doch schon ziemlich weit. Wow, hätte ich auch nicht gedacht. Schaut sich das mal an. Aber ich schau mal zuerst, ob die Aufnahme stimmt. Dementsprechend kann ich auch... No, das... Nee. Der da? Der müsste gewesen sein. Muss ich mal gucken, nochmal kurz reinspringen, dann nochmal raus. Zum Glück schaue ich nach. Ich habe gestern StarCraft aufgenommen. Und dementsprechend sind... Und ich bin total im Kopf. Irgendwie, weiß nicht. Alles schaut gut aus. Wir haben Sound, wir haben Ton, wir haben Aufnahme, wir haben alles. Alles gut. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist das hier. Der mysteriöse Gegenstand, den ihr nie zu sehen bekommt. So, ich glaube, ich baue einfach weiter Malornbäume. Weil, was anderes geht gar nicht. Das Lustige ist, mit dem Patch 2.02 soll das gar nicht mehr gehen. Da kosten die Gehöfte dann nämlich Geld und ich habe kein Geld. Ich glaube, ich werde dann auch die Webcam auf die rechte Seite packen, damit ihr das sehen könnt. Aber ich weiß es noch nicht genau. Muss ich mal gucken vielleicht. War nur so eine Idee. Aber wenn der Patch das eh ohnehin verhindert, dann, ja, dann hat sich das auch erledigt, ne? Also da muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, wie der Patch genau ist. Da muss man mal schauen. Ich muss mir das erstmal anschauen. Erstmal muss ich jetzt hier noch gewinnen. Ich glaube, einen Gegner haben wir schon besiegt. Ja, Isengard, die haben keine Chance gehabt. Und eigentlich sollte ich als nächstes die Orks jagen. Ob ich das auch mache, weiß ich noch gar nicht. Ich versuche eigentlich eher so, mich hier defensiv aufzustellen. Hier zu stehen bringt mir gar nichts mit den Truppen, die kommen jetzt hier hin. Die dürften ausgerüstet sein. Ja, nice. Das heißt, ich kann die hier hinschmeißen. Und die drei können dann... Ist jetzt die Frage, muss ich runter? Weil hier stehe ich safe, hier stehe ich bombensafe. Ne, dann gehen wir hoch. Und die ausgerüsteten Truppen schiebe ich dann hier hin. Weil hier brauche ich sie nicht gegen... obwohl... lass mal. Das ist eine Festung. Das passt. Die kann er mit einem Typen nicht einnehmen. Hier stehe ich relativ safe. Da könnte ich tatsächlich vielleicht ein paar Trüppchen mitnehmen, obwohl ich es hier gerade nicht brauche. Das passt schon. Warum ich jetzt auch so strategisch denke vielleicht, ich habe die letzte Zeit habe ich wieder mit XCOM angefangen. Nicht zum Aufnehmen, noch nicht. Aber, da ist ein Held dabei. Guckt's mal an. Ja gut, aber da will ich den nicht dabei haben. Wie mache ich denn das jetzt? Ich meine, es ist klar, dass ich hier reingehe. Oder ich gehe hier und hole mir die Festungen. Dann spalte ich den so. Ja, dann machen wir das so. Und bei XCOM muss man unglaublich gut aufpassen. Ich habe für... Ach, da unten bin ich. Ah, das sind meine beiden Bogenschützen, genau. Mit wem? Wem wollte ich denn den Helden geben? Ich glaube hier oben irgendeinem. Ja, dem da oder so. Oder dem Elrond, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier einen Helden, der mir gar nichts bringt. Deswegen schmeiße ich den jetzt einfach mal random hier rein. Falls ich da angegriffen werde, habe ich einen Held und kann das vielleicht irgendwie verteidigen. Ah, da fällt mir ein, ich sollte vielleicht... ein paar Bogenschützen mit runterschicken. Weil Dol Guldur wird nicht fallen gegen... nee, sollte nicht. Gegen sowas. Und ja, bei XCOM... knackig. Super knackig. Ja, kein Angriff. Okay. Okay. Das ist nice. Fangen wir mit was Einfachem an. Bogenschützen ausbilden, das kann ich. Und... ich bin noch am Rumprobieren und am Gucken. Es wird halt kein Blind Playthrough mehr sein, aber dafür ist XCOM 2 definitiv das falsche Spiel. Weil man macht so schon so viele Fehler und wenn man dann noch überrascht wird von neuen Gegnern, nicht weiß, wie man ihnen begegnen muss und, das ist einfach zu viel. Also da bringt man sich selbst quasi in Teufelsküche und Teufelsküche ist zwar gut gewürzt, aber nicht gut für den Darm, das ist das Problem. Definitiv nicht. Nee, so will ich das eigentlich nicht. Ich würde gern... nee, warte mal. So rum? Oh ja, das gefällt mir, das ist gut, das ist sehr gut. Oh, ja, also so viel dazu. Und da dann, das mache ich nicht. Das lohnt sich dann einfach auch, ne. Aber das ist weil das Spiel ist so schon frustrierend genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn Leute sterben, wenn man eine Mission verhaut und es passt einfach nicht und... ich spiele jetzt auf normal Iron Man ist mit, also ohne Laden. Wenn man Fehler macht, so wie jetzt hier auch, ne? Wenn ich jetzt hier eine Schlacht verliere, Pech gehabt. Bei XCOM 2, wenn man eine Mission verkackt,
Pech gehabt, passiert. Wenn Leute sterben, Pech gehabt, passiert. Damit muss man dann umgehen. Und das ist sehr schwer für die Psyche zu verkraften, dass man teilweise Leute, die man über 10 Missionen hinweg levelt, aufbaut, mit denen wirklich was erlebt, und die sterben dann. Oh, das ist knackig. Das ist sehr knackig. Also das ist ein ganz, ganz ekliges Gefühl, weil die sind dann weg. Für immer. Die kann man nicht wiederbeleben. Nicht hier wie bei Herr der Ringe oder so. Geht nicht. Die sind tot, weg, bumm. Was die dabei hatten, wenn man sie nicht, den Körper nicht mit nach Hause schleppt, auch tot, verloren. Die Ausrüstung, alles teuer und weg und und vor allem halt die Erfahrung, die ist ganz schlimm, weil... Deswegen, ich bin da noch am Rumexperimentieren. Ich spiele jetzt einmal auf normal Iron Man. Danach werde ich mal ein Dings Commander Iron Man durchprobieren, wie das läuft. Das Schöne ist, XCOM 2 kann man immer wieder spielen. Und ich habe eigentlich schon vor, irgendwann dieses Spiel auf meinem Kanal fertig zu haben. Ich habe es mit XCOM Enemy Within gemacht. Nee, Enemy Unknown. Within habe ich dann nicht mehr gespielt, weil XCOM 2 rauskam. Da muss ich dann auch mal gucken, wie ich das mache. Ob ich da noch irgendwann... Aber es macht eigentlich keinen Sinn, XCOM 1 zu spielen, wenn XCOM 2 draußen ist. Also eigentlich. Ja, das sind halt so ein paar Dinge, wo ich gerade am Rumüberlegen bin und mich am Fragen... Ja, so, ja, nein, vielleicht. Aber ich hätte schon Lust. Es wäre Englisch. Macht mir Sinn. Weil das Spiel halt auch... Ja... Also da macht es wirklich Sinn. Und das Schöne ist, ihr könntet dann tatsächlich als Soldaten mitspielen. Also ihr werdet nicht aktiv daran teilnehmen können, das nicht. Aber ihr könntet einen Soldaten kreieren, könntet den mir zuschicken. Ich muss mich da noch reinlesen. Und dann könntet ihr sehen, wie ich mit eurer Figur quasi und den Figuren anderer Leute als Team Missionen durchdrücke und verkacke und Angst habe. Und alles ist, es ist bombastisch geil. Aber halt auch sau anstrengend. Und da weiß ich noch nicht. Das ist, wie gesagt, Truppen zu verlieren tut sehr weh im Kopf. Es ist kein Spaß. Deswegen muss ich wirklich mal schauen. Aber ich hab's vor. Vielleicht als nächstes, wenn ich den Commander durch hab, dass ich noch ein, zwei Sins auf das Solar Empire spiele. Und dann gehe ich zurück auf XCOM 2 und versuch das mal. Ich weiß nicht, wie viele Leute XCOM 2 besitzen hier. Ich habe halt nicht diesen Mega-Reach wie jetzt andere Leute. Von dem her werde ich mir was einfallen lassen müssen, dass die Leute, die kein XCOM 2 besitzen, was durchaus einige sein können, auch mitspielen können als Soldaten, als Member der Anti-Alien-Front. Und die Leute, die mitspielen können, dass die selbst ihren Charakter... Weil da kann man so viel... Man kann Tattoos machen, man kann... Also nicht machen, aber halt auswählen. Kopf, Stimme... Gesicht, Haare, Farbe, Paintings, Tattoos, Piercings, auch an Armen, Händen, Rüstung teilweise, wie sie dastehen sollen, nervös oder high moralmäßig, keine Ahnung, es gibt ewig viel Zeugs, Farbe der Waffe, Muster der Waffe, also so Maserung, das gleiche für die Rüstung, teilweise auch, wie gesagt, Tattoos gibt's ganz verschiedenes Zeugs und, also es ist groß. Was man da alles machen kann zum Auswählen. Die Klasse könnt ihr auswählen, die muss ich dann gucken, dass ich hinkriege und. Also das ist alles, ja. Es wäre aber sau cool. Ich hätte da richtig Lust drauf gerade. Aber erstmal normal und Commander durchspielen. Dann würde ich auf Commander, das ist die zweithöchste Schwierigkeit, die schon sehr knackig ist. Der Gegner ist immer noch nicht da. Das mal auf YouTube durchspielen. Wenn das klappt, würde ich vielleicht tatsächlich mich an Legend dranhängen. Weiß ich nicht. Ich habe halt gesehen, dass es machbar ist, aber ich bin nicht so gut in dem Spiel. Es ist aber machbar, das Spiel auf Legend Iron Man durchzuspielen. Ich habe das Let's Play gesehen, oder bin noch dabei, es zu sehen, aber ich habe bis zum Ende mal gespielt, weil es mich interessiert hat. Der Kerl, The Mouth, richtig nicer Typ, guter Let's Player, der hat das Spiel durchgespielt auf Legend Iron Man, ohne eine Mission zu verkacken und ohne Truppen zu verlieren. Also, perfekter Flawless Run. Das ist halt abartig. Werde ich nicht hinkriegen, glaube ich nicht. Aber der nimmt sich tatsächlich für eine Runde, also es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, nimmt er sich auch mal Zeit und überlegt 10 Minuten, was ist jetzt der beste Move. Trotzdem ist es unglaublich spannend, wenn man sieht, der geht alle Möglichkeiten durch, der guckt. Und dann, wenn er sich endlich entscheidet, RNGesus, oder der RNG-Jesus, der Zufälligkeits-Jesus, so heißt es, wenn man einfach nur Pech hat, schlägt zu... Und so ein 95% Hit-Chance trifft dann nicht, obwohl sie treffen sollte, weil es so wichtig ist.
Und dann hockt man plötzlich in einer viel schlechteren Position und muss da wieder rauskommen. Das ist halt unglaublich spannend. Und das macht, also mir macht Spaß. Es ist nicht jedermanns Sache, weiß ich. Aber es ist schon cool und da hätte ich echt Bock drauf. Aber wie gesagt, ferne Zukunft, müssen wir mal schauen. Jetzt habe ich genug über XCOM geredet, gehen wir zurück hier ins Spiel. Letzte Woche leider keine Videos, da bin ich nicht dazu gekommen, die aufzunehmen. Wegen Seminaren und Co. Das war einfach zu viel Zeug für mich zu tun. Also das, ich bin wirklich nicht dazu gekommen. Aber die Woche, wenn ihr jetzt das seht, anschließend 3 Wochen wieder, also mit der inklusive Woche, werdet ihr wieder mit Videos versorgt werden. Das wird eh lustig, wenn ich irgendwann mal Arbeit habe. Nach meinem Studium. Dauert zum Glück noch ein bisschen, aber dann, ja. Da werde ich dann keine Videos mehr machen können. Beziehungsweise nicht mehr so frequent. Das wird nicht mehr gehen. Ja, also wenn man zum Beispiel eine 40-Stunden-Woche hat, wird man nicht noch am Wochenende 6 Stunden Aufnahmen machen möchten. Also ich werde es nicht wollen, ich weiß es jetzt schon. Ich kenne mich ja so ein bisschen. Ah, ich habe ein Gehöft gefunden. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo. Doch, warte, hier, ich sehe die Ausläufer der Kaserne. Das müsst ihr euch mir vorstellen. Das ist geil. Haben wir das? Ja, dann abbrechen. So, dann machen wir jetzt hier das. Bannerträger, ja, und Silberdorn-Pfeile und dann renne ich einfach nur raus und töte ihn und fertig. Das ist ein Gegner, der hat mir jetzt erlaubt, 1000 Millionen Leute auszubilden und gut ist. Na. Oh je, oh je. Ah ja. Ich bin so gespannt auf Patch 202. Es könnte nämlich sein, dass ich mit meiner jetzigen Strategie, die ich jetzt fahre, null Erfolg haben werde. Und dann ist das eine sehr miese Sache. Dann wird das schwierig. Aber dann könnte ich mich gut in der Position sehen, dass ich einfach nur in der Festung auch kein Geld habe, immer wieder die Truppen ausbilden muss, sie nicht auf die Karte mitnehmen darf. Und lange mit einem Malorenbaum in einer Festung hocke und dauernd verteidige gegen 5 Armeen, die voll ausgerüstet hier reinrennen, während ich halt nichts habe. Das könnte gut sein, das wäre saugruselig. Muss man mal gucken, wie das läuft, ich weiß es nicht. Aber es könnte spannend sein. Ich glaube, die Bannerträger lasse ich jetzt erstmal weg, die sind nicht so wichtig. Ja, toll! Na gut, ich konnte zumindest ausbilden, passt. Dann gibt er halt auf. Hier. Ah ja, okay. Das war seltsam, aber wenigstens hat er rechtzeitig den Trigger gepullt. Hat gesagt, nee, das lasse ich nicht noch ausrüsten. Hilft aber nichts. 108:0. Wow, das war eine sehr gute Sache. So, wo sind wir noch? In Angmar. Das wird eine sehr schwierige Schlacht, die mache ich jetzt nicht. Gibt es noch irgendeine Schlacht, die nicht so sauschwierig sein wird? Dol Guldur, Lost Tiriant. Sind die ausgerüstet? Ich weiß es nicht. Ja, okay, das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Ich habe sogar Reiter. Damit kann ich ein bisschen stressen. Ich schaue es mir einfach an. Mal gucken. Mal gucken. Weil ich peile immer noch diese 20-Minuten-Marke in den Videos an. Manchmal eine halbe Stunde, manchmal 15 Minuten. Aber eigentlich sollten es so 20 Minuten sein. Weil ich glaube, das ist so eine gute Folge. Wie South Park oder die Simpsons oder so. Ja, dass man da einfach... Ach, die Karte ist. Die ist cool. Ja, die gefällt mir. Also mal wirklich so mal 20 Minuten einfach... Einfach nur... zugucken kann. Ich weiß, ich habe... Ah, nee, warte. Dann machen wir das doch so. Ja, den hole ich mir auch. Also vor Posten zu greifen macht Sinn. Ich könnte zwar hier das Leuchtfeuer holen, aber das muss nicht sein. Die Karte ist ziemlich nice. Das Problem ist, dass es bloß 2 Zugänge gibt. Und da bunkern sich die Spieler dann meistens zu. Macht's zu einer sehr langweiligen Karte. Sie ist symmetrisch, sie ist ausgeglichen, würde ich sagen. Ja, aber dadurch, wie sie beschaffen ist, wenn's... Och ja, toll. Dadurch, wie das beschaffen ist, ist es langweilig. Es wäre besser, wenn es noch einen dritten Pfad geben täte, obwohl das sich da auch nicht viel ändern. Naja. Ich frage mich, wo er baut. Wir müssen wachsam bleiben. Da ist das Ziel. Der Feind, wir müssen das Land verteidigen.
Ja, der zerstört mir schon eine Menge. Aber vielleicht ist er doch da unten, wenn das symmetrisch ist, wer weiß. So viel Sicht haben die Elben halt auch nicht, ne? Ja, aber damit ist es Schluss. Wo zum Feudel sind die? Das tut mich jetzt echt mal interessieren. Da kommen sie. Sag bloß, die sind da unten. Das wäre jetzt seltsam. Dann wären wir auf der gleichen Seite. Das wäre ungewöhnlich. Aber es könnte gut sein. Ich muss nur aufpassen wegen dem Helden. Sie haben Rorasch. Tatsache. Was zur Hölle? Feuer konzentrieren, Elben. Ja. Das habe ich gesehen. Ihr haut's mal besser ab. Schneller. Schneller. Oh oh, da kommt der Troll. Haut's da besser ab. Haut's da besser mal ab. Schafft er den Troll? Schafft er ihn? Oh, komm schon! Na, nicht so gut. Oh Mann. Das wird doch schwieriger als gedacht. Ich baue jetzt noch eine Kaserne. Was Besseres fällt mir gerade nicht ein. Ich hoffe, meine Reiter überleben das hier. Wenn nicht, habe ich halt Probleme. Doch, sie haben es geschafft. Okay. Oh Mann. Das war auf jeden Fall teuer, weil die ausgerüsteten Leute jetzt gestorben sind. Aber das hilft nicht, so ist es halt. So, ich weiß nicht, ob ich das Geld bekomme. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen. Du sollst da einfach nur durchrennen. Ja, genau. Und dann spam ich den jetzt einfach zu, weil was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Oh, Baumeister. Den sollte ich mir holen, wenn ich kann. Das wäre schon wichtig. Da kommt Speerträger. So. Ja, gerade können wir es nicht, aber als nächstes können wir das sicher wieder. Oh, der hat da ein Türmchen. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Ah, nee, da ist ein Held. Okay, haut's ab. Haut's ab. Oh, verflucht. Das ist jetzt nicht so cool. Was hier gerade so alles passiert. Der hat sehr viele Reiter. Das ist nicht so nice. Auf der anderen Seite stehe ich jetzt hier natürlich auch nicht schlecht. Ich bin bereit. Baumaterial ist unterwegs. Haltet die Augen auf. Naja. Oh, das nervt. Oh, nee. Wir müssen Mittelerde beschützen. Bleibt bei mir. Bogenschützen aus Düsterwald. Sammelt euch, Lanzenträger. Haltet die Augen offen. Schaut halt nicht so geil aus gerade, ne? Ah, ich darf nur 360 ausbilden. Das ist halt nichts. Das ist halt wirklich gar nichts. Halt ein Witz. Ja, immerhin etwas. Nee, der ist. Oh! Nein, der ist tot. Ihr müsst sie aufhalten. Irgendwie halt. Ist auch nicht weh. Was soll ich was einfallen lassen hier? Ich glaube, ich baue gleich eine Dingsbums.
Ja, der nimmt aber gut Schaden hier. Oh, Hobbits. Nicht gut. Oh, Mann. Na, ich baue jetzt hier eine Schmiede. Schafft er das noch? Nein. War klar. War klar. Toll. Kann ich auch nicht zulassen. Eigentlich kann ich das nicht zulassen. Tötet die ganzen Hobbits. Ja, aber nicht lang. Das kann ich euch versprechen. Nicht lange. Ja, mal sehen. So, geht's da mal außen rum? Genau. Schön kaputt hauen. Fürs Einnehmen. Ja, so viel dazu. Zumindest die Rüstung kann ich mir kaufen. Na schön, volle Kanne mit den Reitern rein. Krabumsbums. Also mit 360 Leute zu haben, ist in einem Land wie diesem natürlich doof, weil das ist saumäßig groß, man hat halt kaum Truppen übrig. Das ist schon sehr uncool. Der hat halt 1000 und der andere hat auch 1000, ist halt doppelt 1000. Ja, das ist eine Rüstung. V. Da hätten sie auch einheitlich irgendwie Grit oder so nehmen können, das wäre cooler gewesen. Das ist für jede Fähigkeit einfach QWERT oder so. Also hier hast du dann halt was anderes, aber QWERT. Quert. Und dann könntest du wissen, okay, für jeden Bobble hier oben geht's runter QWERT. Das wäre perfekt gewesen. Haben sie aber nicht gegen quer über PLFBNM. Was für ein Schwachsinn. Ja, aber gut. Ist kein Blizzard-Spiel, kann man nicht viel erwarten. Gut, aber das sah doch schon erstmal gar nicht so schlecht aus hier. Machen wir jetzt so und genau. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.